Hallo, ich bin Melli vom Partyversand und in diesem Video möchte ich euch einen neuen Tortentrend vorstellen. Es handelt sich hierbei um einen Fold Line Cake. Das heißt, es ist eine Torte, die in der Mitte ausdekoriert wird, entweder so wie ich das gemacht habe, mit Perlen und mit Glimmerzucker. Es gibt dazu aber auch noch andere Ideen, wie zum Beispiel in der Mitte dann frische Früchte oder frische Blüten zu benutzen. Da sind eurer Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das Einzige, was immer so ein bisschen schwierig ist bei den Torten, ist, dass sie normalerweise ausdekoriert wird mit einer Buttercreme. Und die wird auch noch relativ dick aufgetragen, was so eine Torte natürlich schön aussehen lässt. Aber meistens schmeckt die dann, den meisten schmeckt sie dann zu süß und zu mächtig. Deswegen zeige ich euch heute, wie man unseren Fluffy Icing Cream Mix dafür super benutzen kann. Die Creme wird einfach zusammen mit Wasser und mit Milch aufgeschlagen. Und die fertige Creme, die erinnert geschmacklich so ein bisschen an die Füllung von einem Schokokuss. Ist aber nicht so süß, aber von der Konsistenz her ist sie so ähnlich. Damit kann man die super ausdekorieren, die Torten. Ihr könnt die einfärben, wie ihr gesehen habt, die Tupfen, die habe ich damit eingefärbt. Und dadurch wird das dann nicht nur optisch zu einem Genuss, so eine Torte, sondern schmeckt dann auch wirklich sehr lecker. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, beim Nachbacken und beim Dekorieren. Um euren Fold Line Cake herzustellen, braucht ihr erstmal eine fertig eingestrichene Torte. Hierfür könnt ihr euer Lieblingsrezept verwenden oder ihr schaut einmal in unserem Shop vorbei. Da haben wir euch passend zu der Torte einmal ein Rezept verlinkt. Außerdem braucht ihr unseren Fluffy Icing Cream Mix, etwas Milch, Wasser, ein bunter Mix an Zuckerstreuseln, etwas Glitzerpulver Gold und etwas Alkohol. Den Fluffy Icing Mix herzustellen ist eigentlich kinderleicht. Ihr braucht nur die drei Zutaten. Einmal zusammen in eurer Küchenmaschine aufschlagen, so ungefähr 2 bis 3 Minuten und dann ist der Mix schon fertig. Die fertige Creme könnt ihr einfach dann in einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle füllen und die fertig eingestrichene Torte wird dann erstmal in der Mitte mit Creme bestrichen. Wichtig ist, dass die Creme, die ihr zum Krümelbinden benutzt, schon etwa 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank gestanden hat, weil jetzt klebt sie nicht mehr. Wir wollen ja nur die Mitte dekorieren, da sollen nachher die Perlen dran kleben bleiben und an der übrigen Creme soll halt nichts haften bleiben. Jetzt nehmt ihr eure Zuckerperlen und dekoriert damit die mittlere Schicht der Torte. Perlen jetzt noch mal so ein ganz bisschen andrücken, dass sie schön an der Creme haften und nicht so weit überstehen. Und den Überstand, die übrigen Perlen wieder auffangen. Jetzt könnt ihr die übrige weiße Creme auf der Oberseite auftragen. So, erstmal grob verteilen und dann nochmal relativ dick die Creme auftragen. Bisschen unregelmäßig und einmal grob verstreichen. Die restliche Creme jetzt einmal mit Lebensmittelfarbe einfärben. Ich habe mich hier für Türkis entschieden. Ich trage Handschuhe, wer keine bunten Finger haben möchte, der sollte das auch machen. Und da reicht wirklich so ein kleiner Tropfen, um die Creme wunderbar türkis zu färben. Die türkise Creme wird dann ebenfalls in einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle gegeben und dann unten aufgetragen. Ihr seht, wie dick ich die Creme auftrage. Und hier hat man einen klaren Vorteil von unserem Fluffy Icing Mix, weil er halt so luftig und locker schmeckt und nicht so mächtig, wie als wenn man die Torte komplett mit Buttercreme dekorieren würde. Mit einer Winkelpalette wird das Ganze jetzt nochmal einmal grob verstrichen. Wenn ihr die Creme grob verstrichen habt,
Dann nehmt ihr euch einen großen Teigschaber und setzt das einmal in der Creme an. Und ihr nehmt gar nicht so viel Creme ab, sondern nur so, dass der Rand praktisch glatt wird. Das muss aber gar nicht so ganz ordentlich sein, weil ich finde, zum Stil der Torte passt das schon, wenn das alles ein bisschen rustikaler aussieht. Jetzt schaut ihr euch die Torte nochmal rundherum an, guckt, ob alle Stellen soweit gut aussehen, so wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich ziehe meine auch nochmal immer mit ein bisschen mit einer Winkelpalette glatt und gleiche da so ein paar Unebenheiten aus, wo man vielleicht nochmal welche von den Streuseln sehen kann. Jetzt gebt ihr ein bisschen was von der Lebensmittelfarbe Gold Sparkle in den Alkohol. Und zwar so viel, dass die Masse nachher ein bisschen pastenartig ist. Schön ist auch, wenn ihr einen ganz weichen Pinsel dafür benutzt, damit ihr die Creme nicht unnötig von der Form her verändert. Jetzt einfach der Linie nach das Gold auftragen. Es braucht auch hier wieder nicht ganz ordentlich sein. Sieht eigentlich ganz nett aus, wenn das so ein bisschen unregelmäßig ist. Genau dasselbe macht ihr oben mit der weißen Creme. Einfach den Pinsel genau an die Kante von der Creme halten und damit das Goldpulver auftragen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch ein paar Perlen unten in die Creme setzen. So, jetzt geht's ans Dekorieren. Das ist mal der schönste Teil, wenn man eine Torte macht. Ich habe mich bei dieser Torte für türkisfarbene Makarons entschlossen. Das Rezept dazu findet ihr ebenfalls in unserem Shop. Dafür habe ich ja den Makaron-Mix benutzt und der ist wirklich kinderleicht in der Anwendung. Der wird einfach aufgeschlagen. Die Makarons müssen dann eine Zeit lang trocknen und werden dann im Backofen aufgebacken und dann ist das schon fertig. Bemalen die noch mal mit ein bisschen Gold. Aus der restlichen Creme könnt ihr dann noch mal ein paar Tupfer aufspritzen. So, und jetzt ist euer Faultline Cake schon fertig. Ich finde, so dekoriert sieht sie ganz toll aus und durch die Creme ist sie auch wunderbar leicht geblieben. Ich habe die Torte jetzt noch mal auf einen anderen Tortenteller gestellt. Ich finde, so sieht er ganz nett aus. Außerdem wollte ich euch zum Schluss noch mal zeigen, was ihr sonst noch alles mit dem Fluffy Icing Cream Mix herstellen könnt. Das ist zum Beispiel ein Red Velvet Cupcake oder auch Schillerlocken könnt ihr super mit der Creme füllen. Schmeckt alles ganz wunderbar. Die Rezepte dazu findet ihr natürlich auf unserem Blog oder in unserem Shop. Und wenn ihr das mal ausprobiert habt oder auch schon mal so eine Faultline-Torte gemacht habt, dann markiert uns doch gerne auf Instagram. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und beim Dekorieren und beim anschließenden Genießen.